So, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, das Video ist verbunden mit den Formularen, die ihr von mir auch jetzt bekommt. Also die kriegt ihr nur von mir. Und zwar sind es mit Erklärungen und wir kennen das Ganze, wir wissen, wie das ist. Wenn man ein Formular, ein PDF-Formular öffnet, dann sollte man ein Adobe Reader haben. So, es gibt jetzt also eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr könnt also einmal unter der Webseite von Adobe, den Link habe ich euch in der Beschreibung hinzugefügt, gehen und dann klickt ihr einfach auf herunterladen. Nicht die Version, sondern diese Version, weil die Version, die kostenlose, weil die Version für Geld, die wollt ihr nicht haben. Ne? Da gibt es Alternativen es gibt bessere Programme nicht, aber es gibt Alternativen, sagen wir es mal so, zu Adobe. Okay? So, wenn ihr ein Chrome habt, jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr ein Chrome habt, ein Chrome Browser, dann könnt ihr da das anklicken, Häkchen. So, ganz, ganz wichtig, wir gehen mal auf weitere Tools, wir gehen mal auf Erweiterungen. Ne? Da seht ihr, ob ihr diese Erweiterungen mit drin habt oder nicht. Wenn ihr sie nicht drin habt, dann macht da bitte ein Häkchen rein, weil dann könnt ihr auch wirklich mit dem Adobe Reader ist komplett öffnen. Normalerweise hat der Browser selber eine Software, die das macht, aber ein paar Features habt ihr immer mit dem Adobe. So, dann habt ihr hier dieses Feld hier, also diese Auswahl von Adobe Acrobat Reader oder Pro. Macht ihr nicht, ne? Weil die ist eine Testversion und bringt nichts. Also ihr könnt es schon bringen. Also ich meine, hier steht es auch drin, 7 Tage Testversion, eine Upload-Version, weiter in PDFs, dann kann die PDF aber wozu. Also von da klicken wir da drauf. So. Dann lädt er erstmal die Datei runter, ne? Weil es gibt tatsächlich Leute, die wissen gar nicht, was PDF ist. Das wusste ich gar nicht. Also hat mein Bekannte, also mein Onkel hat dann gesagt, ja, mach doch mal bitte ein Video über PDF. Was ist denn das eigentlich? Was heißt das? Was macht das überhaupt? Und ich so, okay. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber weiß nicht jeder. So, dann gibt es hier so, fahren Sie fort. Öffnen Sie Ihre Download-Ordner und suchen Sie nach Adobe, bla bla. Doppelklicken Sie auf den Ganzen und bla bla bla. Klicken Sie. Und weiterhin finden Sie hier. So, dann, ich habe die Datei mittlerweile bereits geöffnet und er lädt jetzt das Ganze runter. Das kann, je nachdem, wie schnell Ihre Internetverbindung ist, dauern. Und kann halt eben 5 Minuten dauern, kann halt eben 10 Minuten oder länger dauern. So, dann. Es kann passieren, dass wenn, und das habe ich mit Absicht gemacht, weil es öfters passiert, wenn Sie irgendwo jetzt einen Kaffee sich geholt haben, oder sind aufs Klo gegangen, wir sind alle Menschen, wir müssen auch irgendwann auf die Toilette, ne? Klein oder groß, und Sie kommen zurück an Ihrem Rechnerarbeitsplatz, hocken Sie sich wieder hin, dann passiert etwas, dass die Installation läuft, aber Ihr Browser oben rechts zeigt Fehler an. So, wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie da einen Hinweis, dass die Erweiterung nicht, also dass da Erweiterung hinzugefügt, also steht da nur. Also es bedeutet im Endeffekt, sie konnte nicht hinzugefügt werden. Das liegt daran, dass man da was tun muss. Das heißt, automatisch geht das nicht. Dann klicken Sie dann einfach da drauf oben und dann klicken Sie auf Erweiterung aktivieren. Und jetzt ist es auch wirklich hinzugefügt, die Erweiterung. Und das dauert ein bisschen, bis dann eine Weiterleitung erfolgt. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Weiterleitung, die sehr wichtig ist, okay, sehr, 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 sehr wichtig. Denn jetzt auf einmal sind Sie mit dem Hinweis, also auf die Seite Acrobi, Acrobat, Chrome, bla bla bla. Und hier steht jetzt, Acrobat ist jetzt als Standard-PDF lieber für die Verwendung von PDF also im direkten Chrome eingerichtet. Okay? Das heißt, hier können Sie jetzt direkt alles soweit, was das Zeug hält, verwalten. Natürlich, und das darf man nicht vergessen, ist das eine kostenlose Option. Das heißt, das ist alles kostenlos und Sie können nicht alles hier machen. Ne? Also nicht alles. Sie können Textkommentare hinzufügen, ja. Sie können eine Notiz hinzufügen zu Ihrem PDF. Sie können Text auch hervorheben und so weiter und so fort. Aber drin jetzt
irgendwas jetzt bearbeiten an einem PDF-Dokument können sie nicht. Und da muss man halt sagen, wenn man das jedoch machen will, dann sieht es halt ein bisschen anders aus. So, dann haben sie eine Info hier. See the difference, nennt sich das. Sehe den Unterschied zwischen dem Browser und dem normalen. Und dann, ich nehme mir mal die Installation. Also wenn das beendet ist, können wir einfach beenden klicken. Wir können auch hier dieses Häkchen, müssen wir nicht unbedingt anklicken. Da können wir einfach Haken wegmachen und beenden klicken. So. Und dann werden sie natürlich weitergeleitet. Herzlichen Dank, bla bla bla. Das Fenster können sie ja wirklich getrostlos schließen. Braucht kein Mensch. So. Nachdem wir das alles soweit eingerichtet haben, wenn Sie einen Chrome Browser haben, ist gut. Wenn nicht, dann empfehle ich es beim Firefox zu integrieren oder halt bei Ihrem Edge Browser. Das ist auch möglich. Ich habe auch einen Chrome Browser, weil ich halt Google nutze und Android Smartphones habe. Und der Grund ist einfach, wo ich sage, wenn das sowieso über Google alles synchronisiert wird, warum sollte ich Firefox nutzen oder Edge? Dann nutze ich gar nicht alles über Google. Und deswegen habe ich Google gewonnen. Okay. So, jetzt ist es folgendes. Das war erst mein Installationsvideo für Adobe. Wir sind fertig und wir sehen uns gleich auf meinem Kanal im nächsten Video. Wenn Sie Interesse haben, jetzt abonnieren Sie meinen Kanal. Tun Sie auch Kommentare machen, wenn Sie welche Fragen haben. Ganz klar. In der Beschreibung ist immer mein PayPal-Konto angegeben und eine kleine und mein IBAN-Konto für eine IBAN-Spende oder PayPal-Spende. Das können Sie selbst wählen. Wenn Sie kein PayPal-Konto haben, dann können Sie direkt an meine Bank spenden. Dann haben Sie die IBAN-Nummer, um gewisse Schulungen und Projekte zu finanzieren. Das ist alles mit Arbeitsaufwand verbunden. Wundern Sie sich nicht, dass ich ein bisschen so mal so und so nicht flüssig spreche. Ich lerne momentan zwei Sprachen. Zusätzlich zu meinen Tutorials, die ich mache, also ich tue mein Englisch auffrischen und mein Polnisch noch auffrischen. Uczem po polsku, das ist auf Polnisch. Ja, teraz uczem po polsku. I learn English, vocabulary to make in the future more English videos, fluent to speak and to correct. Call the sentence and the words, the vocabulary, the pronunciation that we will better, I hope, in the time. And in the future, I will make YouTube tutorials in Polish. So in my mouth, my birth language, I was born in Poland. So yeah, that's. Und back to German. Und das ist halt wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen nicht wundern, dass ich ab und zu mal so, wo bin ich gerade, ne, als würde jemand auf Drogen sein. Ne. Ist ja nicht nur, ist einfach momentan sehr viel. Ja. Und ich bin da nicht talentiert eigentlich, aber ich mach's trotzdem, weil es halt wichtig ist, mehrere Sprachen heutzutage zu sprechen, zu können. Und zu schreiben und so weiter und so fort. Okay, that's it.